Das folgende Video wird unterstützt von Titan. Die neue Rebell-Edition bekommt ihr auf titan.eu und mit dem Code FreakyKZ bekommt ihr einen kostenlosen Aufdruck. Und jetzt viel Spaß. Nach rechts, bisschen nach rechts noch, 9 Stück. Fatih, top, passt. Hey Jungs, Mann! Wir können vorbeifliegen! Kein Wunder, wenn es ja lang ist, Mann! Servus Leute, mein Name ist Caro von GoKeepers und heute zeige ich euch, wie man die Mauer richtig stellt. Und am Ende beantworten wir die meistgestellten Fragen. Je näher der Ball zum Tor liegt, desto mehr Spieler sollten auch die Mauer bilden. Pfeift der Schiedsrichter nun vor dem 16er einen Freistoß in zentraler und damit sehr torgefährlicher Position, dürft ihr gerne einmal 5 bis 6 Spieler in die Mauer stellen. Befindet sich die Situation ein Stück weiter weg vom Strafraum, tut es auch die 4-Mann-Mauer. Natürlich kommt es nicht nur darauf an, aus welcher Entfernung der Ball kommt, sondern auch aus welchem Winkel. Zum Beispiel kann ein Freistoß sehr nah an eurem Tor liegen, ohne je eine Gefahr zu sein, da der Winkel einfach viel zu spitz ist. Und deswegen ist der Winkel der nächste Anhaltspunkt, um eine Mauer richtig zu stellen. Anhand dieser Tabelle könnt ihr die ungefähre Anzahl eurer Mauer bestimmen. Nehmt diese Tabelle nur als Richtwert und nicht als ultimative Wahrheit. Und nun haben wir den Sonderfall, dass der Freistoß genau mittig zu eurem Tor steht. Stellt die Mauer genau so, dass sie die starke Seite von euch abdeckt und stellt euch dann auf die schwache Seite. Weil falls der Ball jetzt die Mauer überwinden sollte, könnt ihr euch auf eure starke Seite hechten und hoffentlich auch mit einer Glanzparade den Ball fangen. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Mauer zum Pfosten gestellt wird. Sprich, Pfosten und Mauer geben eine Linie. Das ist falsch, da ein guter Freistoßschütze auch gut und gerne mal den Ball um die Mauer schlenzen kann. Und genau deswegen stellt die Mauer ein bisschen neben dem Pfosten, sodass der Spieler den Pfosten verlängert. Und so könnt ihr diese Bälle verhindern. Natürlich stellst du als Keeper die Mauer. Aber du brauchst Hilfe, da die Spieler meistens mehrere Anweisungen bekommen. Von Mitspielern, von Trainern, von Eltern, was weiß ich. Und deswegen sollte immer ein Spieler zu dir gedreht sein, der mit dir kommuniziert und auch notfalls die Spieler zerren sollte, falls sie nicht zuhören. Es ist sehr wichtig, dass ihr nicht nur die Mauer stellt, sondern auch die Spieler in der richtigen Reihenfolge stellen tut. Sprich, Winkel, größter Spieler, ganz einfache Sache. So Leute, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Tutorial zum Thema Mauerstellen hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben. Wenn ja, teilt das Video überall. WhatsApp, Facebook, Instagram, whatever. Bis zum nächsten Mal. Schreibt unten in die Kommentare, was ihr noch sehen möchtet als Tutorial. Ciao.